your plan advance. I've got a July-sized appointment, and it's called the Tour de France. Yeah, I don't leave my house, the room, the couch for quite unhappy lengths. I close the door and all my windows except the one with Eisenbacher. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Besenwagen-Show zur Tour de France. Zweites Mal heißt erstes Mal mit Routine. Und ja, was haben wir uns für eine Tour de France hier ausgesucht? Super spannend dieses Jahr. Wir rekapitulieren am Ende jeder Woche die Woche der Tour de France und zwar mit prominenten Gästen und Einspielern von Teilnehmenden. Und ja, ich begrüße auch das Publikum. Danke, dass ihr alle da seid. Heute sind auch die zwei da, deren Trailer-Video ihr gerade gesehen habt. Besonderen Dank geht an Kilian und Nico. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Wie gewohnt, mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und mein Name ist Andi Stauf. Und zu unserer Unterstützung heute, eins der bekanntesten Gesichter des deutschen Radsports, Marcel Kittel. Danke. Hallo Marcel. Intro. Moin. Ich stelle dich auch gleich vor, so wie im Podcast. Ich denke, fast jeder kennt dich, aber Zahlen sind immer was Tolles zum Vorstellen. Und neben mir sitzen 14 Tour de France-Etappensiege bei 6 Teilnahmen. Nur 3 davon bist du zu Ende gefahren, ja. Habe ich rausrecherchiert. Davon hast du aber 2-mal in Paris gewonnen. Was ist beim 3. Mal passiert? Beim 3. Mal hatte ich, glaube ich, 2-mal insgesamt sogar defekt. Also irgendwie innerhalb von gefühlt 2 Minuten. Weil ich musste da noch mein Rad wechseln in der vorletzten Runde oder so auf der Champs-Élysées. Und das Rad, was ich bekommen hatte, das hatte auch schon wieder einen Defekt. War das das, wo du es weggeschmissen hast? Und da habe ich dann, da ist das, ja, weggerollt, das Hinterrad, vor Wut. Du hast dich so rumgeschmissen. Du hast auf jeden Fall so eine Liebe mit deinen Rädern, ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass du... Ja, ich entschuldige mich aber jedes Mal danach. Also, nee, ich habe schon ein paar Mal leider übertrieben. Gut, beim letzten Mal haben wir schon so gestartet, heute wieder. Ich frage einmal in die Runde, so kurz wie es geht, was habt ihr euch aus der zweiten Woche gemerkt? Was ist hängen geblieben? Paul? Spektakulär. Kein, schon wieder viel zu viel. Also... Ich fand die zweite Woche genauso spektakulär wie die erste. Gerade die heutige Etappe am Sonntag. Ja, bei mir auf jeden Fall das Duell zwischen Pogacar und Vingegaard ist einfach so, könnte jeden Tag irgendwas passieren, super spannend. Die geben sich nichts und das so jeden Tag aufs Neue zu verfolgen, ist auf jeden Fall so, was bei mir jetzt in der letzten Woche hängen geblieben ist. Für mich ist es tatsächlich Kurwa Michał Kwiatkowski. Ich habe viele polnische Freunde, die haben sich riesig gefreut. Ich kriege dann immer schon Voicemails und WhatsApp-Nachrichten. Ein toller Fahrer, ich bin ein Riesenfan auch. Das ist bei mir hängen geblieben. Marcel. Darf ich auch mehr als eine Sache sagen? Also ich glaube, ich muss eine Lanze brechen für die Sprinter. Philipsen, der quasi nochmal fallen rausgehauen hat und sein... Status als bester Sprinter der Tour, vielleicht auch des Jahres, zementiert hat. Und aber auch das Duell Pogacar und Vingegaard ist natürlich echt mega geil. Was ich mir bei dir noch notiert habe, ist, was mich auch total interessiert, wie viel von der niederländischen Sicht auf den Radsport hast du schon angenommen? Du wohnst ja jetzt in den Niederlanden, deine Frau ist eine Niederländerin. Du wirst, glaube ich, auch von den niederländischen Medien sehr gerne eingeladen und deine Meinung ist gefragt. Wie viel guckst du jetzt schon so, ne? Philipsen, Sprint und so weiter. Wie viel guckst du Deutsch und wie viel guckst du Niederländisch? Ja, also ich bin jetzt sogar die ersten Tage ja mit dem niederländischen Fernsehen in, also erst in Spanien und dann in Frankreich gewesen und war dann nochmal mit einem, auch einem Podcast-Team dort unterwegs aus Holland und die gucken natürlich alle nach Jumbo, zu Jumbo Visma. Die sehen in diesen ersten Etappensieg auch herbei irgendwie jetzt auch der Holländer und vor allem auch von Mathieu van der Poel. Es ist immer, was macht van der Poel? Jetzt hat er irgendwie Husten gehabt vor 3 Tagen und jetzt geht es aber zum Glück wieder besser und irgendwie so das ganze Land fiebert so. So fast mit dem Gesundheitszustand auch von einem Van der Poel mit. Also die erhoffen sich noch mega viel und sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt ja noch nicht ganz so geil läuft, wie sie sich das erwartet haben. Wie ist es denn bei Vingegaard und Jumbo-Visma? Es ist ja so ein bisschen hier in Deutschland wie Bora und Jai Hindley.
Wie sehr identifiziert man sich da? Ja, die hatten ganz oft schon auch diese Kritik bekommen, dass sie halt eben eine holländische Mannschaft sind, auch holländische Identität, machen jetzt ganz viel auch natürlich jetzt so mit dem Efteling, das Trikot, was sie drauf haben, diese Radräume, das ist also ein großer holländischer Freizeitpark, der das eben auch wieder für die holländische Jugend machen will. Und dann sind halt die ganzen Stars eben keine Niederländer. Also, und da gibt es auch Kritik, ja, jetzt haben sie ja einen Keldermann geholt, zum Glück, der ist jetzt quasi da auch mit dabei, aber spielt keine, sag ich mal, führende Rolle, natürlich trotzdem eine wesentliche. Und da wünscht man sich insgeheim schon, dass so ein Van der Poel am liebsten noch dort mit ins Team kommt. Aber Not gone das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja. Hoffentlich. Nee, aber das ist schon tatsächlich eine ganz gute Überleitung auch ins erste Thema, was wir uns heute hier notiert haben. Denn du hast von Van der Poel geredet. Und ich hatte mal aufgeschrieben, unter der Woche, fast ist dieses Thema uns heute zerschossen worden. Aber nein. Die Unsterblichen sind in dieser Tour sterblich. Mathieu van der Poel und Wout van Aert erledigen großartige Helferaufgaben. Es ist aber schon fast, als wären sie wirklich einfach Helfer in ihren Teams. Aber beide versuchen es auch ziemlich mit der Brechstange nochmal aus dem Status rauszukommen und ihre Etappe zu gewinnen. Mathieu van der Poel war angeschlagen, haben wir gehört. Wout hat es heute probiert, aber es hat wieder nicht funktioniert. Was ist eure Sicht dazu? Also ich finde es ein bisschen schwierig, also jetzt einfacher zu sagen natürlich, dass sie nicht mehr so gut sind wie früher, aber ich glaube eher, dass das Niveau allgemein so hoch geworden ist, das hast du heute auch wieder bei der Bergankunft gesehen, zwischen Vingegaard und Pogacar, dass die nicht mehr so krass herausstechen, aber natürlich an ihren Tagen, wo sie wirklich topfit sind, sind sie übermenschlich. Also ich meine, bei Mathieu siehst du es ganz oft, Milan Sanremo dieses Jahr, Wout hätte wahrscheinlich so eine Etappe wie heute vor 2 Jahren noch gewonnen, ja, weil das aus irgendwelchen Umständen, andere Konstellationen im Team vielleicht auch, wäre dazu in der Lage gewesen. Aber ich glaube, dass wir halt jetzt auch ein höheres Level sehen. Und dadurch ist es für diese Übermenschen, in Anführungsstrichen, auch schwieriger, da nochmal herauszutreten. Weil das ist ja gerade auch einfach absurd, wie die Tour gefahren ist. Und die erste Woche war jetzt auch schon so schwer. Und ich glaube, da leidet dann auch ein Mathieu. Und dass er trotzdem gut ist, sieht man in den Leadouts. Wo die Leadouts, die er fährt, wie lange er die fährt und mit welcher Geschwindigkeit, das kannst du auch nur, wenn du gut bist. Deswegen glaube ich nicht, dass er schlecht drauf ist, auch wenn er jetzt angeschlagen ist. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, er einfach dieses Leistungsniveau so hoch mittlerweile. Wieder auch von Jahr zu Jahr. Mhm. Also letztes Jahr zu diesem Jahr ist ja ein Riesensprung, habe ich so das Gefühl auch. Der ja, das Breite schon, halt auch einfach. Wenn wir auch auf Gesamtwertung schauen, so, das ist ein ganz anderes Level. Ja, ja man, also man kann natürlich auch schwer die Tour de France von einem Van Aert von letztem Jahr zum Beispiel wiederholen. Ne? Ich glaube, der hatte einfach eine Bombenform, so eine Überform, die kann man auch einfach nicht jedes Jahr wiederholen. Letztes Jahr hat alles geklappt. Ich glaube, dieser Etappensieg, den er da im gelben Trikot geholt hat, das war hat jeden beeindruckt. Und der konnte halt machen, was er will im letzten Jahr. Das macht er dieses Jahr auch schon so teilweise, aber es kommt noch nicht so der persönliche Erfolg bei rum. Man sieht es genau bei den Sprints, da macht er so ein paar Fehler, also auch nicht wirklich Fehler, aber er macht so ein paar Aktionen, die halt letztes Jahr nicht passiert wären. Ja? Er lässt sich einbauen, er kam eigentlich bei keiner Sprintetappe so richtig raus. Ja? Wenn das hier oder da vielleicht nur ein bisschen anders läuft, dann hat er vielleicht schon 2 Etappen gewonnen. Aber er hat ja auch im Vorfeld der Tour gesagt, ne, sein zweites Kind ist auf dem Weg, er wird auf jeden Fall auch aussteigen, wenn die Geburt ansteht während der Tour. Das hat er vielleicht auch unterbewusst irgendwie so im Hinterkopf. Und das spielt vielleicht dann in so intuitiven Entscheidungen immer eine Rolle. Ne? Ob du jetzt so voll bei der Sache bist oder weißt, ich habe irgendwie meine hochschwangere Frau zu Hause sitzen und morgen kann ich auch schon wieder zu Hause sein. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen das, was das den Unterschied macht in diesem Jahr. Ja, aber glaubst du, also er hält ja trotzdem voll mit rein. So, also hier gerade der erste Sprint gegen Philipsen dort mit dieser Kurve und so. Also es ist ja jetzt irgendwie nicht... dass ihn da irgendwas zurückhält. Ich glaube schon, der hat einfach Bombenform, es klappt gerade irgendwie nicht. Das ganze Jahr ist irgendwie so gefühlt verteufelt. Ne? So, ja. Dann schenkt er noch ein Gent-Wevelgem so ungefähr weg an seinen Teamkollegen Laporte. Ja. So, das ist eigentlich voll krass, dass das ist ja ein Monster. Also der fährt ja immer noch mega gut. Und bei Van der Poel glaube ich tatsächlich, dass der irgendwie mit so Grand Tour so richtig noch nicht so richtig warm geworden ist, habe ich das Gefühl. So dieses
über, also ich glaube, er ist eher so ein Typ, der sich auf Eintagesrennen extrem fokussieren kann. Auch, ich meine, er hat es ja auch in der Tour schon gezeigt, ja, vor, was waren es, vor zwei Jahren? War aber eben auch am Start. War halt genau, am Start und bam und so mit der Geschichte mit seinem Großvater, mit dem Polydur, voll schön, aber dann war er raus. So. Und ich glaube, das kann eben Van Aert, also eine der wenigen Sachen wahrscheinlich im Nachhinein, die Van Aert viel besser kann als so ein Van der Poel, sich so fokussieren auf. Auf das Kronto auch. Aber da muss man auch sagen, in den letzten Jahren war es bei Wout immer wieder so, dass er punktuell, wenn er da sein musste, nicht da war. Also es ist oft Ergebnisse waren, jetzt wie letzte die Tour, hat jetzt niemand erwartet. Das ganze Jahr so. Ja. Ja genau, er ist halt immer da, aber er ist halt nie, also Klassiker, genau das gleiche, er war immer da, aber halt, wenn es wirklich drauf ankam, waren andere besser und nicht nur Mathieu und nicht nur Pogacar, da waren auch noch andere, die auf dem gleichen Niveau waren oder sogar besser. Und das gleiche übrigens auch mit dem ganzen Team. Ne? Also, dass du das Gefühl hast, dass die kontinuierlich gut sind, aber eigentlich es verpassen, so richtig zu pieken, was UAE, finde ich, als Team schon besser drauf hat, weil man sich vielleicht auch nur einen Leader hat, da kommen wir später auch nochmal zu, aber deswegen, ich finde auch so die Fahrweise von Jumbo-Visma zum Teil merkwürdig, muss ich sagen, wenn man wirklich dieses eine Ziel hat, Toursieg. Ja. Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Van der Poel nochmal so eine Etappe, auf jeden Fall jetzt in der letzten Woche auch einen raushaut und das, wie du sagst, ne, der ist irgendwie, man hat manchmal das Gefühl, der hat keinen Bock, so eine 3-Wochen-Rundfahrt zu machen. Ja, ne? So kommt so, aber so auf eine Etappe sich zu fokussieren, das hat er eigentlich in den letzten Jahren bei allen Grand Tours gemacht, die er gefahren ist. Ob es jetzt beim Giro war oder bei der Tour, wo er da die eine Etappe gewinnt. Gut, er hat es schon ein paar Mal auch versucht, wo man halt auch einfach gesehen hat, es hat nicht funktioniert. Die Gruppe ist auch eingeholt worden, einfach wo die beiden, die waren ja auch schon mal zu zweit unterwegs, wo man schon dachte so, uha, aber auch da sind sie eingeholt worden, was halt in den letzten Jahren, in dem Plot, den wir so gelernt haben, jetzt aus den letzten Jahren nicht passiert wäre einfach. Ne? Aber dann ist halt, der eine ist ein bisschen angeschlagen, beim anderen läuft es nicht ganz so, wie man will. Und schon sind sie ganz normale Akteure irgendwie im Moment. Ja, nicht ganz normal. Ja. Mal sehen. Ich denke auch, dass Wout eigentlich auch noch seine Etappe holt. Hinten aber raus. Sie sind noch nicht sterblich. Sie sind immer noch unsterblich. Ja, also du siehst, wenn Mathieu die Etappe, die Isagire gewinnt von Gofidis, wo er erst mitfahren kann, aber letztendlich, also wir wussten, dass er krank ist, haben es, glaube ich, vorher schon kommuniziert, aber er versucht halt noch genauso wie früher Rad zu fahren. Mal drüber zu das einfach so zu attackieren und alleine wegzufahren. Das irgendwann geht halt gut, wenn er topfit ist, aber an so einem Tag, wo es halt nur 99-98% sind, klappt es halt auch bei ihm mal nicht. Ja, wir hatten es jetzt, oder du hast gerade wieder angerissen, die Sprints, und nach unserer Besprechung letzter Woche hat Philipsen auch geschafft, was wir vorher noch nicht wussten, nämlich einen Sprint ohne Mathieu van der Poel zu gewinnen. Und das nächste Thema leitet vielleicht André. Das nächste Thema leitet vielleicht Andi ein, denn du bist der beste Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Sprints zu analysieren. Und jetzt ist die Frage für Andi: Ist Philipsen kein großer Sprinter? Ja, genau. Also für mich ist er kein reiner Sprinter, das auf jeden Fall nicht. Man sieht auch jedes Jahr bei den Klassikern, da wird er immer besser. Meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren Favorit für einen der großen Monumente auf dem Kopfsteinpflaster. Aber die Frage, die gab es eigentlich schon mal. Die gab es in der Zeit vor Marcel Kittel. Da gab es schon die Theorie, dass durch das schnelle Material einfach die kleineren Sprinter ein bisschen im Vorteil sind. Ja? Also du, ich meine, mit über 80 Kilo zu Wettkampfzeiten hast du halt einfach auch viel durch die Gegend zu schleppen während der Tour. Und hatte aber auf der anderen Seite immer diese Kraft als Vorteil gegenüber kleineren Sprintern. Heutzutage sind, glaube ich, die Geschwindigkeiten ein bisschen angeglichen. So durch die Aerodynamik des Materials kommt halt auch ein Sprinter mit ein bisschen weniger Power auf eine hohe Endgeschwindigkeit. Und gerade bei der Tour, finde ich, sieht man, dass man diese reinen Sprinter, dass die gar nicht mehr so erfolgreich sind. Also die fünf Sprints, die es ja gab, die haben viermal gewinnt Philipsen, einmal Pedersen, auch kein reiner Sprinter. Aber ich glaube einfach, dass die Finale so schnell sind, ja, dass du als reiner Sprinter eigentlich schon so immer ins Limit kommst. Ja, und dann das hat ja auch Marco Haller in dem Einspieler letzte Woche gesagt, die Anfahrer sind fertig und dann müssen die Sprinter erstmal gucken, ob sie überhaupt noch rauskommen hier, weil die schon so am Limit sind. Und was du vorhin auch gesagt hast, die Diskussion gab es schon mal vor Marcel Kittel und dann kam Marcel Kittel. Ja, also ich glaube, ich sehe das anders.
Also allein die Tatsache, als zum Beispiel so ein Sam Welsford, ne? Der ist ja auch also, ein guter Sprinter, hat so viel Kraft, kein Riesentyp, tritt irgendwie im Training auch 2000 Watt und in einem Rennen noch trotzdem 1700, 1800 Watt. Und der kommt nirgendwo irgendwie da vorne an, obwohl er ja eigentlich schon auch eher in die Richtung Philipsen geht und nicht in die Richtung Greipel-Kitte. Ich glaube, da gehört einfach viel mehr dazu zum guten Sprinten. Ne? Das ist also einerseits die Power, das andererseits die Mannschaft, das Positionieren, das Timen, auch das Gefühl zu haben, wo man wann fahren muss. Also so eine Kombination von allem. Und auch natürlich irgendwie diese Coolness bewahren. So, also keine bekloppten Sachen machen, irgendwie, weil du nervös wirst. Und ich glaube, Philipsen hat einfach alles das gerade wirklich perfekt für sich so gefunden in dieser Tour. Und das kommt natürlich auch, wenn du als erstes gewinnst und schon mal so deine Duftmarke setzen kannst so, ne? Und alle schon mal wissen, okay, fuck, das wird ganz schön schwierig gegen Philipsen. Und dann bestätigst du es nochmal und dann nochmal und alle anderen verzweifeln. Ja, so ein Jakobsen, der räumt sich dann auch noch ab, dann ist der quasi raus. Grunewegen, der ist jetzt zweimal im Sprint als erster losgefahren und hat dann sofort abgebaut, also hat man nicht gesehen, ist richtig langsam geworden. Der hat einfach irgendwie alles auf einmal gepasst für Philipsen und ich glaube, das ist immer so gewesen, fast unabhängig von was für einem Typ von Sprinter das ist. So ist zumindest so mein Gefühl, wenn ich auch so zurückgucke, weil am Ende Kev war ja auch jemand, der eher ein Philipsen-Typ ist. Also gut, Kev hat nicht so gut, ist nicht so gut am Berg gewesen, aber vom, sag ich mal, von den Abmessungen hat das auf jeden Fall kleinerer Sprinter mehr mit ihm hingehauen. Aber ja. Ja, man sieht das auch immer ganz gut im Finale, ne? Wie sich Philipsen positioniert und wenn du dann halt weißt, okay, da kommt Philipsen als Sprinter, dann denkst du dir, okay, das ist ein gutes Hinterrad, weil der gewinnt die ganze Zeit. Wobei man eigentlich die bessere Position dann im Philipsen überlässt. Bei dem letzten Sprint konnte man das ganz gut sehen. Da lässt eigentlich Van Aert ihn rein. So, ne? Das hätte wahrscheinlich Van Aert im letzten Jahr nicht gemacht. Jetzt, dieses Jahr ist genau umgekehrt, wie du sagst, dieser Flow, dieses Selbstbewusstsein, was der Sprinter dann bekommt, macht dann da einen Unterschied. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass wir so keine richtig reinen Sprinter haben, wirklich so wie so diese 85 Kilo Arzen, die, also gut, vielleicht der Jonathan Miller, der ist so, was ja gut, der aber ist keine 80. Aber es geht ja auch nicht mehr. Also ich meine, also schau dir die Tour an oder auch ein Giro und so. Ich meine, wie willst du denn diese Rundfahrt überleben oder überhaupt da hinkommen zu sprinten? Ja. Und ich meine, du hast jetzt letzte Woche gehabt, Max Weisch hat gesagt, dass so jemand wie Grunewegen mittlerweile auch schon weiterkommt, auch in schweren Finals. Aber er gewinnt natürlich trotzdem nicht, aber die Etappe, die Petersen gewinnt, war der auch vorne. Und das war der früher nicht gewesen. So. Und das heißt natürlich, die werden anscheinend irgendwie auch alle besser, aber verlieren dann das gewisse Etwas. Ja, oder die anderen sind einfach noch stärker, wie auch immer. Aber das ist so ein ganzer Wandel, auch an Fahrertypen. Ich meine, das siehst du in allen Bereichen im Radsport, außer am Berg, wo du halt klettern musst, aber auch selbst bei den Klassikern. Das ist ja mittlerweile ein Kuddelmuddel. Ja? Sobald sich auch mal leichtere Rennfahrer dahin trauen und die sind einfach gut, dann fahren die da auch gut. Und die werden auch immer besser da. Deswegen ich glaube, dass es einfach auch so viele Faktoren sind, oder nicht? So als einfach nur zu sagen, ja, das ist die Größe. Das Gegenbeispiel wäre jetzt Wout van Aert, der heute Zweiter wird mit irgendwie 78 Kilo. Ja, der zweitschwersten, noch Höhenmeter, zweitschwersten Tour-Etappe. Ja, klar, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch das. So diese krassen Talente, ich glaube, da kommt auch irgendwann wieder so ein Dicker, der schnell sprinten kann und schnell berghoch fährt. Also bin ich sicher. Im Moment ist der aber nicht da. Also und ja, die Grunewegens und Jakobsen, also Grunewegen ist ja extra Dauphiné gefahren und Slowenien-Rundfahrt, um irgendwie nochmal Berghärte aufzubauen, aber dann musst du halt irgendwie im Sprint doch wieder federn lassen. Also ja, die Tour hat sich auch krass verändert. Die ist einfach für reine Sprinter einfach nicht mehr geil. Das genau, einfach, man sieht das auch nur halt bei der Tour eigentlich, also bei den kleineren Etappenrennen, das über das Jahr verteilt, da hast du eigentlich noch öfter so reine Sprinter, die dann gewinnen und das Finale ist nicht ganz so umkämpft, ne, wie bei der Tour, wo eben ja auch noch neben den ganzen Sprinter-Teams GC-Fahrer eigentlich bis auf die letzten 3 Kilometer wollen. Wir haben ja die Woche schon die These aufgestellt, dass die Tour sich dieses Jahr so ein bisschen am Giro orientiert hat. Also die Tour kommt mir wesentlich schwerer vor und eben auch so ein bisschen, wie der Giro aufgebaut ist, kulminierend, dass es einfach hinten raus immer schwerer wird. Und das sehen wir ja bei den Sprintern halt auch extrem. Ich teile Tour unglaublich gut, dass die erste Woche so war, wie sie war.
Und das knockt einfach alles schon an. Und wenn du dann nicht diese große Fitness hast, diesen großen Motor, dann gehst du halt nach der ersten Woche schon am Stocken. Was war früher halt, bist du in der zweiten Woche erst am Stocken gegangen oder in der dritten. Und das, also so ein, wir konnten uns halt noch einrollen. Es gab also, halt dann auch es gab halt einfach Flachetappen. Die klassische Überführung. Ja, gut, jetzt nicht, aber ja, es war schon noch eher. Locker eingerollt. Okay, das falsche Wort dafür, aber es war halt noch, du hattest halt. Ja, holt doch mal raus. Das Stressige war halt, waren halt die Kämpfe, dass alle vorne fahren wollten, aber das war es dann auch. Das fand Paul immer nicht so geil. Holt doch mal ihr beide so eure Geschichte raus. So, welches war die gemütlichste Tour de France-Etappe? Die, wo der kleine Rothaarige von Vacanzolet, der Holländer. Der kleine Rothaarige. Nee, doch. Oder wie heißt der? Obwohl? Nee. Der war auch schon etwas älter. Der ist damals bei Vacanzolet gefahren, irgend so einem holländischen Team, Holländer. Und da wollte niemand rausfahren, der ist rausgefahren, alleine. Und dann fährt irgendwann noch Vöckler hinterher. Und der Typ ist vorne 200 Kilometer raus, weil die Etappe war mega lang. Und Vöckler fährt aber hin auf, glaube ich, letzte Rennstunde und kriegt dann aber den Preis für den aktivsten Fahrer an dem Tag. Weil da kam im Rennen die ASO zu Jürka, war das, glaube ich, damals, hat gesagt, ey, ihr müsst was machen. Und dann ist er halt immer losgefahren. Und das war somit die langsamste Etappe, die ich hier gefahren bin. Echt? Ich Durchschnittspuls 109 oder sowas. Das weiß ich noch. Durchschnitt. Ja, ich glaube, also, boah. Eine von diesen Etappen gab es ja auch schon dieses Jahr. Ja, ja klar, die gab es auch schon. Da wollte auch niemand in die Aber Spitze. Aber es war nur eine. Ja, das war damals auch eine. Ja, die brauchst du ja. Also, ja. Ich weiß nicht, also irgendwie so richtig entspannen konnte ich mich auf keiner Tour-Etappe. Ja, aber wenn es eine entspannte Etappe ist, dann ja, also, ist meistens ein Sprint am Ende. Das ist ja das, ja genau, das ist ja das. Ist ja, das. Ja. Das ist ja der Abfuck für die Sprinter. Das, also auch in Paris, alle schon am Sekt trinken. Ja, aber die Etappe ist ja nicht entspannt. Zünden sich Zigarre an und wir sitzen noch so im Unterlenker und aber das, wollen irgendwie da auf die Aber das geht ja jedem so. Die Lüge, die dir immer erzählt wird, das die schönste Etappe, die nach Paris ist, stimmt halt nicht, weil das eigentlich mit die härteste ist vom Kopf her. Weil du denkst, es ist einfach und du frisst dich schon voll im... ja, das ist gefährlich, ja. Und dann kommst du da hin und dann ist es halt einfach mega hart. Das ist wie so, für alle. Ich habe heute, irgendwo haben sie auf GCN haben sie gesagt, ja, jetzt ist ja quasi, jetzt haben sie ja quasi zwei Ruhetage. Also morgen Ruhetage in der Tour und danach ist der Zeitfahren. Das habe ich auch gehört. Der Klassiker. Ist total entspannt, irgendwie 450 Watt halbe Stunde warm fahren und dann irgendwie noch die eine halbe Stunde einen rausschrauben. Mhm. Ja, also ich glaube, eine Sache zur Tour, zur Veränderung, finde ich schon, dass wenn man jetzt so die erste Woche anschaut, ich finde es mega geil, dass sie es angepasst haben, weil die Tour ja auch so mitgeht mit ihren Helden, so Pogacar, Vingegaard und Van der Poel und Van Aert und halt auch die Sprinter werden vielseitiger und das merkt man der Tour schon krass an und ich glaube, deswegen haben wir auch so ein geiles Spektakel gehabt bisher. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal um den Kampf, um die Plätze. Wir fangen aber mit dem um Platz 3 an. Und wie letzte Woche haben wir natürlich versucht, ein paar Statements aus dem Peloton einzuholen. Und ich bin ihm sehr dankbar. Heute Morgen hat uns Hendrik Werner erstmal ein Statement geschickt. Denn Jai Hindley gestern ja gestürzt und ich habe ihn gefragt, wie denn die Welt da bei Bora jetzt im Moment aussieht. Ja, moin. Ja, wie sieht die Welt hier aus? Ich würde jetzt einfach antworten, dass es, wenn du hier nach draußen guckst, dann ist aktuell ein bisschen Wolkenwagen, aber es soll nachher halt auch besser werden. Und ich hoffe ein kleines bisschen, dass es halt auch ja so für unser Rennen gilt. Generell haben wir, denke ich, einen ganz guten Start gehabt. Die Vorbereitung ist hierhin gut verlaufen und er ist fit und mental auch wirklich komplett ready hier in die Tour gestartet. Und ja, das Resultat war am fünften Tag natürlich mit seinem Etappensieg und dann dem Privileg, halt auch wirklich dann gelben Trikot da fahren zu dürfen. Ja, ein super klasse Start fürs Team. Es waren ein paar Tage echt ein bisschen schwierig, hatte jetzt nicht unbedingt die allerbesten Gefühle, aber es ging dann echt wieder aufwärts und gestern war echt so ein Tag, der einfach mal zeigt, wie dicht hier Freude und Leid beisammen liegen. Wir sind uns völlig bewusst, dass es halt jede Sekunde halt auch einfach dann mal so dahin sein kann, wie es eben halt gestern für ein paar Leute halt auch war. Jai war auch in Sturz verwickelt und klagte gestern halt auch über Schmerzen. Ich habe ihn hier vor 2 Minuten noch dran vorbeilaufen sehen. Ich fand, das sah eigentlich ganz geschmeidig aus, aber gut, ich kann jetzt nicht große Interpretationen machen. Am Ende des Tages und wenn ihr halt nachher eure Show habt, dann habt ihr wahrscheinlich schon mehr Antworten. Ich hoffe halt einfach, dass es ja entsprechend wieder ein Stückchen besser ist und dann folgt der Ruhetag. Im Grunde genommen haben wir ansonsten halt echt wirklich ja Vertrauen. Jay hat das schon oft gezeigt, wie er halt wirklich über 3 Wochen da fahren kann und die Gelassenheit, jetzt auch einfach loszulassen, was da gestern war, gehen zu lassen. Die bringt er auf jeden Fall mit. Und von daher, ja, denke ich, lassen wir einfach mal die Wolken vorbeiziehen. Und ja,
Herr Hoffer wieder auf ein bisschen Sonne in Kürze. Also, euch eine gute Show und wir hören. Jo, leider, wir haben gerade sehr gebannt die Etappe zu Ende geguckt, wissen wir jetzt wirklich schon mehr. Aber am Ende, mal sehen, wie ihr das seht, aber ich habe es mir exakt so vorgestellt, dass Jai Hindley eben heute nochmal verliert. Und ich bin gespannt, denn Hindley hat auf jeden Fall schon bewiesen, dass er in der dritten Woche extrem stark sein kann. Ich denke, so ein Sturz wie gestern, das sah jetzt auch nicht glimpflich aus. Ich denke, da war relativ viel Muskulatur betroffen und relativ stabiler Bluterguss da drin. Man fährt erstmal, wenn es am Limit ist, nicht mehr so gut wie vorher. Aber ich denke, wenn er jetzt über einen Ruhetag halbwegs regenerieren kann, könnte am Ende auch noch mal was auf seine Kontrahenten wieder zufahren. Man hat ja auf jeden Fall gesehen in manchen Etappen, dass er auch stärker ist als ein oder sein kann als ein Rodriguez, der natürlich jetzt gerade den totalen Höhenflug hat. Aber heute sind auch noch ein paar andere Akteure ins Game gesteppt. Selbst Adam Yates als Helfer von Pogacar kündigt sich jetzt schon im Kampf um Platz 3 an. Andi, was denkst du? Hindley, Rodriguez, Yates? Ja, egal. Ich hätte vor der Etappe auch immer gedacht, dass Hindley einfach in der letzten Woche auch noch super stark sein wird. Ja. Aber so wie es gerade aussieht, wird eigentlich Rodriguez immer stärker. Der ist noch einer der wenigen Fahrer, die da wirklich aktiv am Rennen teilnehmen. Mhm. Gewinnt auch die eine Etappe. Ja, aktuell finde ich, sieht es eher danach aus, dass Rodriguez auf jeden Fall das Rennen um Platz 3 machen wird. Hast du einen Überblick, wie Rodriguez bisher, wie viele Grand Tours hat er schon? Der ist ja noch super jung. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt hatte, aber er macht auf jeden Fall eine ganz gute Figur, auch in der dritten Woche. Mhm. Ist, glaube ich, eines so der größten Rundfahrttalente jetzt hinter Pogacar, Vingegaard für die nächsten Jahre vielleicht auch, macht nochmal einen Step und wird dann noch mehr ins Geschehen um Platz 1 und 2 eingreifen können. Auch da gibt es Wechselgerüchte, die jetzt sich schon lange halten, dass er zum Movistar geht. Und die aber auch, jetzt denkst du, die sind schon 99%ig oder, weil es wäre ja eigentlich in dem Fall jetzt dumm von Ineos ihn gehen zu lassen, oder? Und die Kohle wird da sein, ganz ehrlich. Ja, also auch da gibt es ja wiederum das andere Gerücht mit Evenepoel, was sich immer noch hält, auch wenn jetzt Patrick Lefebvre das dementiert hat. Ja. Ja, von außen ein bisschen schwer zu durchschauen, welche Strategie Ineos da verfolgt in den nächsten Jahren. Weil man braucht unbedingt einen GC-Leader für eine Tour de France. Am besten auch mehrere. Und ja, die würden auf jeden Fall mit Rodriguez einen verlieren, der dafür in Frage kommt. Ja. Hast du schon, wie sind in den Niederlanden so die Wechselgerüchte gestreut? Kriegt man das auch gut mit? Oder? Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, also die ganze Lefebvre-Sache, so Dahl Quickstep mit Evenepoel und jetzt ja auch Jakobsen, der weggeht, so, da ist auch viel im Umbruch. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass der Evenepoel da weggeht. Also das fände ich so einen krassen Kracher, wirklich. Wenn der weggeht, dann ist so Dahl Quickstep ein Scheiterhaufen, weil dann haben sie keinen Sprinter mehr, dann haben sie keinen Rundfahrer mehr. Alaphilippe ist leider nicht mehr in der Form, in der er mal war. Alle anderen sind, also ja. Es ist ja auch irgendwie so richtig junge, frische Gesichter, hat man jetzt nicht so ständig wieder gesehen. De Wilder, ja. Ja, genau. Die haben schon noch ein paar junge, aber die brauchen. Ja, aber keiner, der sofort übernehmen kann, so wenn jetzt die erste Reihe mal weg ist, so, das wäre echt dramatisch. Also. Ich hoffe es fast nicht für so Dahl Quickstep, weil das ist echt schade. Ich hoffe es nicht für die Fahrer, weil Lefebvre ist ja auch anscheinend nicht so der angenehmste Teammanager, wenn es so Drucksituationen geht, wo man nicht performt. Also momentan hält er sich ja relativ zurück, muss man sagen. Er ist ja schon andere Dinge gewohnt von ihm. Aber ja, ich finde es auch, gerade wenn das so passiert, auch dramatisch fürs Team. Und, das ist ja krass, ja. Weil dann gibt es, jetzt wechseln wir gerade das Thema, aber dann gibt es eigentlich kein richtiges Top-Team mehr, weil Lotto, wie heißen die jetzt nochmal? Lotto Destiny. Jetzt auch so, also überzeugen jetzt auch nicht so richtig, zumindest bei der Tour. Ja, und dann wird das halt auch schon dünner, ne? Ja, die zerfleischen sich auch gerade mit ihrem Sprinter. Mit ja, ich wollte gerade sagen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Richtig, was los im Teammanager, der Druck macht in schwierigen Situationen öffentlich. Es ist verbreitet, ja.
Ja, aber da sieht man auch mal, wie krass das für die Teams ist. Die kämpfen so krass um Talente, so, um mal wieder zu Ineos zurückzukommen. Ja. Die sind ja auch irgendwie so gerade perspektivlos. Ich meine, wie oft haben die Tour gewonnen? 7 Mal oder so in den letzten 10, 12 Jahren? Mhm. Und jetzt, also haben sie zum Glück noch den Rodriguez, der irgendwie da noch so ansatzweise auf das Niveau kommt. Ja, und mit Kwiatkowski natürlich auch einen Etappensieg. Also unbedingt erwarten ja, konnte. Also finde ich schon echt krass, auch wo die stehen, ja, wo die herkamen, wo die jetzt gerade stehen, ist für die natürlich auch. Ja, du musst es halt irgendwann das richtige Händchen haben. Es gibt halt gerade nur 2 Leute, die die Tour gewinnen können. Also es ist Vingegaard und Pogacar. Also ich glaube, Roglic hat einer von denen am Start ist nicht drauf, in meinen Augen. Und Geraint Thomas immer gut für 2 und 3. Aber es gibt halt gerade niemanden momentan. Und das mit Pogacar, klar, ist, der war auch schon so gut im Nachwuchsklassen, aber das ist auch so ein bisschen so ein Glückstreffer, in Anführungsstrichen, dass der halt gerade gestochen hat. Weil die anderen holen sich jetzt auch die Supertalente ran und hoffen, dass die irgendwann mal zustechen. Mhm. So, deswegen, ich glaube, Ineos ist halt, weiß nicht, verpokert oder keine Ahnung was, aber die haben ja mega viele gute, aber die Tour zu gewinnen, das ist halt nochmal ein anderes Ding. Ach Gott. Fachkräftemangel. Ja, ist in der Tour. Ja, ist so. Ich finde das auch super interessant, so dieser Rise and Fall von Teams. Selbst, Entschuldigung, also selbst wenn du Evenepoel holst, finde ich das nicht gesichert, dass er die Tour gewinnt. Ja. Der ist halt die höchste Wahrscheinlichkeit von den Leuten, die gerade ihm verfügbar sind. Aber anderen. Für mich ist das nicht, also ich sehe das gerade noch nicht so sicher. Ja. Aber auf der, jeden Fall die Attitude schon mal. Sehe ich genauso. Aber der kann halt natürlich losgehen und sagen, ich möchte das und das Geld haben, weil der ist der Einzige, der realistisch verfügbar ist. Ja, und der halt dann auch noch andere Sachen abräumt. Ne? Das ja, ist ja wirklich Ende, auch, Evenepoel ist halt so breit gefächert, was seine Talente angeht. Bei dem Radcliffe geht es nur um die Tour. Ja. Das hat er so oft gesagt, dass, wenn du mit Leuten von den Neos sprichst, das sagen ja alle. Dann geht's, der will die Tour gewinnen. Dem Rest ist der nicht egal, aber. Ja, ja, wir sind sehr gespannt, ob das zustande kommt oder nicht. Ja, wir haben den Rise eines anderen neuen Stars gesehen gestern in der Etappe und damit vielleicht mal an unser österreichisch sprechendes Publikum. Ich habe heute Morgen schon Pösti gefragt, ob er mir einen Kontakt herstellen kann, aber der war sich auch nicht ganz sicher, hat es auf jeden Fall direkt mal versucht. Felix Gall ist gestern erstaunlich lange da mitgefahren, wo sonst nur sehr wenige mitfahren können. Ja, krass, auf jeden Fall. Hat schon eine super starke Saison gehabt, aber dass er jetzt bei der Tour so Akzente setzen kann, ich glaube, es heute auch ein bisschen, hatte ein bisschen Pech anfangs der Etappe. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt am Ende reingekommen ist, aber ja, einfach auch ein großes Talent, wo man jetzt bei Aje Dessert schon sagen kann, okay, wer ist überhaupt Ben O'Connor, der eigentliche Kapitän der Mannschaft, hatte jetzt die zweite Tour schon nicht so viel Glück, aber mit Gall hat man jetzt, glaube ich, noch einen so im Top-10-Bereich sitzen. Und ja, so wie er bisher die Saison, wie gesagt, gefahren ist, kann schon gut sein, dass er da auf jeden Fall sich hält. Muss man weg runterfahren lernen. Ich wollte gerade sagen. Da ist noch ein bisschen Arbeit vor sich. Kann er mit Thibaut Pinot vielleicht nochmal so einen Crashkurs machen? So. Ja, der hat dem Philipp auch schon mal einen Crashkurs. Ne? Ja, nee, nicht so. Aber irgendwie so Kurven fahren und. Gibt es da Aussagen von ihm selbst zu? Zum Kurvenfahren? Überhaupt zum Bergabfahren? Ich habe es jetzt heute ein paar Mal gelesen, aber ich habe es eigentlich auch selber noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Nee, du hörst mir nur von anderen, dass sie sich freuen, dass irgendwann mal BMX-Fahrer waren wie Rodriguez oder keine Ahnung, die anderen Mountainbiker. Also irgendwer hat immer irgendwelche Offroad-Erfahrungen. Mhm. Wenn du sie anscheinend nicht mehr hast, dann fährst du nicht mehr gut bergunter. So scheint es momentan zumindest. Tja. Ja. Okay, kommen wir langsam zum Höhepunkt des Ganzen. Und ja, warum die Tour? Ja, aber Podium, du hast ja Yates erwähnt. Und da fand ich heute interessant, was UAE da gemacht hat. Wir kommen gleich noch zu den beiden, aber dass okay, das ist jetzt die Überleitung von Platz 3 mit direkter Verbindung zu Platz 1 Kampf, ja? Ja, ich bin Überleitungskönig. auf jeden Fall fand ich interessant, was sie da heute gemacht haben, dass sie Yates, ich glaube 2 Kilometer vom Ziel oder 2,5 haben wegfahren lassen. Der ist als Führung gefahren oder Tempo für Pogacar. Er war noch weniger da und Pogacar lässt reißen und lässt ihn wegfahren. Rodriguez war da auch schon weg. Und ich komme, glaube ich, gleich zu den beiden, den Kampf mit denen. Das war ein bisschen so zweigeteilte Taktik, vielleicht dem Yates die Möglichkeit gegeben, nochmal wegzufahren und halt Sekunden zu holen. So. Und natürlich dann eventuell auch da zu sein, wenn Pogacar attackiert, aber wiederum kam Marc so leer von vorne zurück und hat gewartet auf Yates offensichtlich und ist dann nochmal eine Führung gefahren. Das war so. Das war eh eine ganz komische Situation, aber ich glaube, man versucht da jetzt ihn auch Richtung Podium zu bekommen. Weil
so wie der jetzt gerade fährt, der wird ja auch immer besser und ist immer länger dabei und kann das echt auch ein Fahrer sein fürs Podium. Und wenn man weiter so eine Taktik fahren kann, wird das auch noch interessant. Kuss und Yates sind auf jeden Fall gerade die Edelhelfer in den jeweiligen Teams. Gestern habe ich noch so gedacht, als Yates dann der Letzte war, dass halt UAE auch den ganzen Tag nur hinten dran gefahren ist und Kuss deswegen früher schlapp gemacht hat, aber heute war es halt definitiv zu sehen, dass Yates dann auf jeden Fall der schnellste der Helfer ist. Und Kuss ist auch gestürzt, ne? Glaube ich. Ja. Hat heute bei diesem blöden Selfie. Dafür war er aber auch noch sehr, sehr lange dabei. Ja. Dazu kommen wir auch noch. Ich fand es auch die letzten zwei Tage jetzt, Etappe 13 und 14, unfassbar. Die eine Etappe fährt UAE den ganzen Tag alle tot für eine Sekunde. Den nächsten Tag fährt Jumbo alle tot für eine Sekunde, den kompletten Tag über. Das ist wirklich unglaublich, was da gerade passiert und in welchen, eigentlich, ich weiß nicht, du hast es gesagt, kann man es ja fast gar nicht mehr Taktik nennen. Es ist einfach gegen die Wand mit der Brechstange und gucken, wie viel kann man noch irgendwie rausholen am Schluss. Ja, man sieht es auf jeder Etappe jetzt eigentlich, ne, wo man nicht von vornherein weiß, dass es ein Sprint ist, also diese sogenannten so Mittelgebirgsetappen und so weiter, wie die am Anfang attackieren, um in die Gruppe zu kommen. Das ganze Niveau vom Fahrerfeld ist, glaube ich, dieses Jahr extrem hoch. Da macht selbst das fast unmöglich für Teams wie UAE oder Jumbo, so ein Feld am Anfang zu kontrollieren. Ich glaube, die letzten Tage hat man das ganz gut gesehen. Kein Team hat es da irgendwie geschafft, Kontrolle reinzubringen. Und danach fahren die trotzdem noch so schnell weiter, dass man ja schon gar nicht mehr groß taktieren kann. Ja? Da ist einfach jeder froh ums Überleben. Man sieht es auch einfach an den Anstiegen. Die fahren da mit einem Tempo rein. Da bleibt kaum noch Raum für Taktik. Ja? Ich glaube, da ist jeder erstmal froh, bis zum letzten Antritt von Pogacar dabei zu sein. Heute war es, glaube ich, zwischenzeitlich mal so, dass vier UAE, drei Jumbo-Fahrer und noch Carlos Rodriguez in der Überlebenden, das waren die Überlebenden, die noch übrig geblieben sind von der Gruppe. Das zeigt einfach, dass da gar nicht groß taktiert wird. Da wird einfach den ganzen Tag Vollgas gefahren. Und man sieht, wie stark die Teams dann trotzdem sind, ne? Mit Kuss und Yates noch Anfang der Etappe heute, beide Top 10. Und jetzt vielleicht sogar ein Kandidat fürs Podium. Also das ist schon brutal. Bevor wir hier weiter zu dem Kampf um Sekunden und auch um Bonifikationen kommen, wir haben ja heute, ohne dass wir es vorher wussten, noch eine Einsendung mit einer Meinung aus Team Jumbo bekommen. Hier, wir haben ein grandioses Video bekommen. André Greipel und Robert Wagner fahren zusammen Fahrrad an der Ostsee und hier kurze Zusammenfassung und Einschätzung von Robert Wagner. Was haben wir gesehen bis dato? Eine sehr, sehr spannende Tour. Ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch eine gute Woche vor uns. Sehr, sehr eng an der Spitze. Vor allen Dingen die zwei bieten da sehr, sehr großen Sport. Und ich hoffe natürlich, wie man es an meiner Brust sieht. Nur die Brustkringung. Ja. Dass ich natürlich hoffe, dass der Jonas im gelben Trikot bleibt. Die Entscheidung wird jetzt in den nächsten Tagen natürlich fallen und vor allen Dingen soll die dritte Woche jetzt vom Profil her nicht so schwer sein wie jetzt die letzten Tage. Ich denke, wir können uns alle auf ein sehr, sehr spannendes Rennen noch freuen und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Überraschung. Denn die Tour bringt ja immer Überraschungen. es ist crazy. Also wirklich, ich kann mich an keine Tour erinnern, wo zwei Kontrahenten teilgenommen haben, die so gleich stark waren und deren Teams dann auch noch fast gleich stark waren. Kurz nachdenken. Nee, also jetzt... Ich auch nicht. Also nicht in der Absurdität, wie wir es jetzt heute auch gesehen haben bei Zhang Kung Fu, die einfach... Was ja, das ist schon absurd. Ja, aber ey, guck mal, die machen ja Stehversuche da halb, dann kommt Rodriguez, fährt von vorne und du siehst, wie die hinten eigentlich die Bremse ziehen müssen, damit sie nicht bei Rodriguez aufs Hinterrad drauf fahren. Und dann fährt Pogacar halt los und die sprinten halt und hören dann wieder auf. Es gibt Stehversuche um diese Bergbonifikation. Ja, das ist komplett... Es geht um die Bonifikation. Die Bonifikationen entscheiden im Moment über den Tour de France-Sieg. Und zwar schon in der Mitte und am Anfang der Tour de France. Ja, aber da war das Witzige, dass ja alle noch gesagt haben, das ist Quatsch, dass Pogacar halt drauf fährt, diese Energieverschwendung. Also ich meine, ich weiß nicht, ob er es gewusst hat oder das Team, dass es so relevant sein wird, aber jetzt fahren die halt eine Sekunde. Und gestern...
also Samstag die Etappe, das Malheur mit dem Motorbike, das kann halt sein, dass das am Ende Pogacar vielleicht die Tour kostet. Wenn er mit 3 Sekunden die Tour verliert, dann wissen wir, oder 2, dass das sehr wahrscheinlich diese Motorradaktion war. So, und deswegen ist es schon relevant, jetzt einfach jede Bonussekunde zu holen, die du holen kannst. Du siehst auch, die lassen die Gruppen wegfahren, weil niemand riskieren will, dass irgendeiner Bonus holt. Aber das verwunderlicher war es eigentlich Samstag, dass man nicht hat Yates auf Platz 3 fahren lassen oder Platz 2 der Etappe. Ja, der ist ein Leadout gefahren irgendwie. Ne? Ich dachte genau, auch so, am besten wird es laufen. Aber du hättest ihn wegfahren lassen können, dann wäre Platz 2 und dann Platz 3 Pogacar und dann wäre es nicht nur eine Sekunde Unterschied, sondern 3, glaube ich. Sekunden wären es dann gewesen. Dann kriegst du vom dritten Platz nochmal 3, glaube ich. Wir reden über die Etappe nach Mosin, wo Rodriguez gewinnt. Ja. Genau, weil wenn dann Yates Zweiter wird, nimmt er den Bonus weg und Pogacar wäre sicherlich Dritter geworden. Ja. Und dann wäre der Abstand zwischen den beiden zeitlich größer. Ja. Um solche Dinge musst du ja Gedanken machen, da kommst du sicherlich im Nachhinein drauf, aber in der Situation... Nicht mit 200 Puls. Ja, und auch die sportlichen Leiter, ne? Das ist ja leichter Versatz im Auto und sowas. Und das ist krass, wie entscheidend so eine Situation sein können. Das Witzige ist ja, das wird jetzt eine klassische Diskussion in einem Bus-Team-Meeting vor der Etappe bei der Tour 2023 bei Jumbo und UAE sein. Hier gibt es Modifikationen, wie fahren wir die an? Wer macht hier ein Lead-Out, wer kriegt die, ne, haben wir wenn keine Gruppe ist, müssen wir das so machen. Ja. Ich glaube aber immer noch, dass es ein Abnutzungskrieg ist. Also auch wie, also die, das ist ja wirklich meinst so, die bekriegen sich ja UAE gegen Jumbo Visma, das ganze Team, die versuchen sich gegenseitig kaputt zu fahren und das finde ich dann so geil, wenn sich dann eben da Pogacar und Vingegaard halt battlen und irgendwie am Anfang so zweite Etappe, erste Etappe sogar natürlich, da war Vingegaard noch voll im Vorteil so und dann die Etappen danach, auf einmal hat er mal so richtig Sekunden gefressen, hat sich mal so richtig übernommen, der Vingegaard. Dann kam so das Paris-Nizza-Gefühl aus dem Frühjahr zurück, wo der Pogacar den komplett aufgeraucht hat. Und jetzt hat er sich aber wieder so gefangen und jetzt irgendwie so richtig close, aber ich glaube trotzdem, dass einer von denen irgendwo nochmal so richtig krachen geht, weil es ist noch so lang, also so lang bis Paris, voll die Standardphrase, aber ist ja auch so. Da ist immer auch nochmal ein schlechter Moment dabei. Meinst du, die gehen beide zusammenkrachen? Das wäre auch geil. So. Also da ist eine Gruppe von Rodriguez, der um seinen dritten Platz kämpft mit Michael Hindley und dann fallen die beide ab, weil sie beide einen Hungerass bekommen. Das haben wir genug Vorsprung. Also. Verrückt. Ja, und das ist echt krass, ne? Die fahren wie auf dem Tandem. So, ne? Also die kleben sich echt so am Hinterrad gegenseitig. Das schon hat man, glaube ich, echt jetzt lange nicht mehr gesehen, sowas. Wir haben jetzt morgen, also wenn die mit dem Zeitfahren das erste Mal, wo sie nicht zusammenfahren und zusammen starten. Ich wollte gerade sagen, fahren ja auch Tandem mit Zeitfahren. Und da sehe ich aber auch gerade niemanden so wirklich im Vorteil. Also Pogacar hat natürlich schon bei der Tour de France überragende Zeitfahren gefahren. Aber Vingegaard jetzt auch mit dem Setup von Jumbo Visma schnell unterwegs. Vielleicht wird Zeitfahren nicht weiterhelfen und es wird wirklich auf die Etappen hinauslaufen und dann vielleicht, dass einer mal irgendwann einknickt. Oder wir fahren bis nach Paris mit innerhalb von ein paar Sekunden und es wird. Da wird gesprintet. Erst am Tag vorher entschieden, ja. Es wird ja gesprintet, jeden Tag. Ja, das stimmt. Das ist der relevante Sprint. Ja, ich sage auch, dass sie beim Zeitfahren eigentlich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden reinkommen. Aber es ist jetzt erstmal noch die größte Wahrscheinlichkeit, nochmal irgendwie einen Unterschied zu machen. Ja, denke ich auch. Aber ja, ich finde es halt so als Fan, ist es geil. Also es gibt halt nichts Besseres. Ich bin halt für Pogacar. Ich finde jetzt seine Fahrweise sympathischer als die von Vingegaard. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon mal gesagt, da wurde ich ein bisschen vorausgebuht, dass der so konservativ fährt, aber tut er halt einfach. Das macht auch nicht wirklich Spaß. Aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, der will halt die Tour gewinnen. Dem ist jetzt egal, ob Paul Voss gut findet oder nicht, aber hoffe ich zumindest für ihn. Aber ja, ist eine mega geile Tour und ja, also heute der letzte Kilometer war einfach. Ja, aber es war doch weird, oder? Das dann, also warum probiert jetzt der Vingegaard nicht nochmal was? So. Ja, aber er weiß, er kommt nicht weg, ne? Ja, der weiß ja, wenn der antritt. Der weiß ja nicht, wenn er es nicht probiert. Naja, aber guck mal, also, der ist noch nicht so spritzig. Wenn der fährt einen Kick und Pogacar kann hundertprozentig mitgehen und der fährt ihn drüber, 100%. Weil der Vingegaard ist ja kaum in der Lage, am Hinterrad zu bleiben. Also der kann ja gerade mitfahren, aber der kann ja nicht mal drüber gehen, wenn Pogacar aufhört. Normalerweise machst du ja direkt einen Konter, weil der ist nicht so explosiv.
Und das Ding ist ja, was Vagi auch gesagt hat, ich weiß nicht, ob wir es noch abspielen, die Berge werden irgendwie noch höher, pipapo. Wir sind jetzt über so viele hohe Berge schon gefahren, auch so viele lange Berge. Ja. Also am Ende war es wie immer die Explosivität von Pogacar, die, wenn dann, einen Unterschied gemacht hat. So. Ja, aber trotzdem musst du doch mal losfahren. Du musst doch mal so, also, und du wärst das ja nicht vor, dem, vor deinem Konkurrenten los, sondern setzt dich ans Hinterrad und dann, pam. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Sprints berghoch gefahren. Oh. Ja, aber ich glaube, der fährt nirgendwo hin. Der hängt dir nicht ab. Ich fände es geil, wenn der einfach mal so richtig angreift. Ja, weißt du, wird er... Ja, das eine Mal ich glaub, wenn der abgehängt. Das haben sie doch versucht in der ersten Woche irgendwas. Nachdem er kassiert hat, Pogacar, dachten sie am nächsten Tag mit dicken Punkt, Punkt, Punkt. Heute gehen wir es ihm richtig. Ja, okay. Da hat er einen zurückbekommen. Weißt du, das ist halt... Ich glaube auch nicht, dass das Team selbstbewusst ist gerade. Also das habe ich ja auch noch mit reingeschrieben. Ich finde, dass Jumbo für mich nicht souverän auftritt. Auch die als gesamtes Team. Die machen für mich zu viele Spielereien, dass Baut seine Dinger machen darf, in Sprints reinhalten, mal in Gruppen gehen. Thibaut darf mal in eine Gruppe gehen, was gar keinen Sinn macht, weil der wird nie aus so einer Gruppe gewinnen. Ja? Also mit der Konstellation. Und dann UAE siehst du, die zu 100% committed sind, außer heute, wo sie mal einen Soler freie Fahrt geben, der wiederum aber dann schon relevant wird auf dem letzten Kilometer, wo er wahrscheinlich nochmal sich kurz hinstellt und wartet. Aber also Jumbo ist für mich nicht so 100%, also in meinen Augen, 100% souverän wie jetzt UAE. Ja, noch kann Vingegaard ja auch passiv fahren. Ne? Aktuell führt er. Mal sehen, wie es nach dem Zeitfahren aussieht. Und vielleicht wartet man auch bis zuletzt und versucht erst dann Pogacar zu attackieren. Also. Aber stell dir mal vor, du bist heute Vingegaard auf dem letzten anderthalb Kilometer und du hast hinter dem Pogacar und du weißt, der tritt jede Sekunde an. Ey, das muss so nervenaufreibend sein. Ja, deswegen, genau, der muss ja, da hat er ja auch echt eine Schwäche, also der Vingegaard. Ja. Der Pogacar, der ist so mental so viel stärker als der Jonas. Gut, aber spielt der mit dem kriegt ja trotzdem auch mehr Selbstbewusstsein, je öfter er das jetzt pariert. Ne? Und heute hat man ja schon gesehen, hat er eigentlich gar keine Mühe am Schluss gehabt, dran zu bleiben. Ja, konnten aber die abhängen, die sind halt pari-pari, aber trotzdem siehst du halt, wie du schon sagst, das Selbstbewusstsein ist einfach nicht da, aber sonst wird er auch mal einfach rübergehen und gucken, was passiert, aber er traut sich das gar nicht, weil er Angst hat, dass er dann nicht mitkommt. Aber langfristig ist ja trotzdem so, dass für, also langfristig, ne, bei 3 Wochen über langfristig zu reden, ist auch eine Frage, aber bis Paris hat er, glaube ich, Jumbo Visma auch ausgerufen, sie wollen den Pogacar kaputt fahren, so, und ich bin echt gespannt, wie das in der dritten Woche, also jetzt auch nach dem nach dem halben Ruhetag, wie das dann hier die Etappe 17 und Etappe 20, wie es dann da aussieht. Also ob da vielleicht doch irgendwie so ein bisschen, was fehlt nach dieser Verletzung, nach der Handverletzung von Pogacar. Da hat Andi aber schon die These gehabt, dass das gar nicht so, dass das sehr wahrscheinlich gar nicht so viel gekostet hat. Ja, ich bin voll gespannt. Also voll geil. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jumbo Visma keinen Plan hat, auch wenn es so gerade in den Etappen manchmal so aussieht. Ich glaube, die haben sich schon insbesondere mit der Strecke wahrscheinlich in der letzten Woche auch auseinandergesetzt. Und man kann sich ja eigentlich nur fast wünschen, dass Pogacar jetzt ein paar Sekunden holt im Zeitfahren und Jumbo Visma mal attackieren muss, um das Trikot zurückzuholen. Das wäre, glaube ich, so vielleicht der spannendste Rennverlauf. Ne? Ansonsten wird es vielleicht jetzt noch mal eine Woche so weitergehen wie bisher. Komm mal, zeitgleich wäre gut. Dann zieh einen Lauf, Champs-Élysées ist entscheidend. Ey. Sprint, letzte Etappe. Ja, also, Platzierung. Das Feld wird schon mal rausgenommen. Die fahren noch eine Runde zu zweit. Alleine. Ich glaube, also Alexander Vinokurov hat ja mal mit dem Etappensieg am Champs-Élysées auch in der Gesamtwertung noch ein paar Plätze gemacht. Ja, genau, ich weiß gar nicht, ob er dann aufs Podium gefahren ist oder noch irgendwie... Also hat ungefähr ein, zwei Plätze gut gemacht, aber nicht aufs Podium, glaube ich, Ja. War, glaube ich, das einzige Mal, dass da jemand alleine angekommen ist. Müssen wir noch mal über dieses Motorradgate reden? Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Auf geht's. Nein, also ich finde halt, ich meine, es wurde ja zuhauf auch auf Twitter besprochen, aber wir reden halt hier vom größten jährlich stattfindenden Sportevent und ich finde, das darf sowas nicht passieren. Also auf einer regulären Bergwertung. Kurz erklären vielleicht. Ah, genau. Das ist die letzte Bergwertung des Tages gewesen und auf manchen Bergwertungen gibt es Sekundenbonifikationen und es ging eben noch um Sekunden da, um 3, glaube ich, ne? Oder 3 und 1. Es ging auf jeden Fall um Sekunden, keine Ahnung. Ich glaube sogar nur um 2, 8, 6, 2 gibt es, glaube ich, für den Bonus oben auf dem Berg. Ja. Und Vingegaard und
Pogacar kämpfen eben um diese Sekunde und fahren wirklich Stehversuche bis dahin. Und Pogacar tritt an, ungefähr 700 Meter vor der Bonifikation. Fulminant wie immer und muss aber bremsen, weil die Motorräder vor den beiden nicht so schnell wegkommen. Ja, also es ist halt normalerweise so, dass du einen Regulator hast. Ich habe das ja über Deutschlandtour auch schon gemacht. Also es ist auch ein beschissen stressiger Job und auch nicht geil einfach zum Teil. Aber der ist eigentlich dafür da, um die Motorräder aus gefährlichen Situationen vorzuziehen. Also der macht halt Ansagen. Und die haben ja auch alle Funk. Aber in dem Fall wurde halt auf mehreren Ebenen einfach versagt. Also erstmal, dass das Kameramotorrad, die sind eh immer zu lange noch da. Mhm. Ja? Aber dass der Fotograf und vor allem das von der L'Equipe, also auch mega erfahrener Fotograf und auch Motorradfahrer, dass die so kurz vor der Bergwertung, wir wissen, es geht hier eigentlich um den Toursieg bei diesen Sprints, noch da rumfahren, ist erstmal von denen unverantwortlich, aber gleichzeitig auch von der Tour und von den Regulatoren, dass die da niemanden rausgezogen haben. Die haben jetzt natürlich die Fahrer und die Fotografen und den Kameramann bestraft, aber eigentlich, die ASO wird sich jetzt nicht selber bestrafen, aber irgendwie muss es da mal eine Handhabe geben, weil das ist halt, erstmal, warum stehen da keine Gitter? Mhm. Also wenn es da um relevante Zeitbonifikationen geht, ich finde allgemein bei Bergwertungen soll es einfach Gitter geben auf dem letzten Kilometer, so, wenn es gerade bei hoher Kategorie und sowas. Ich meine, deshalb Pogacar, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, es kann sein, dass das halt ihm den Toursieg vielleicht kostet, weil der war danach ja so nicht mehr da, bei dem Fehler, den er da macht, kurz vor der Kuppe, das 150 nochmal. Meter vom Ziel, also die fahren dann wieder zusammen, Pogacar fährt von vorne. Aber er ärgert sich. Man ja, sie ärgert sich, aber er gibt gar keine Acht auf, was Vinegard macht und dreht sich gar nicht um. Und Vinegard tritt halt 150 Meter vom Ziel an, leichte Linkskurve. Ja, und dann kann Pogacar halt nichts mehr machen. Und also ich verstehe da auch seinen Ärger. Also ich wäre wahrscheinlich genauso wie er dann in dem Moment und wäre auch nicht cool geblieben. Aber das ist halt, das darf nicht passieren. Also ist ja. Die Reaktionen so im Peloton, die waren eigentlich sehr gesettelt. Ne? Das hat eigentlich jeder Verantwortliche hat gesagt, so jeder versucht halt hier den bestmöglichen Job zu machen. Sowas kann mal passieren. Sowas darf nicht passieren. Ja. Also ganz ehrlich, das sind 700 Meter vor dem Bergpreis und die waren ja wirklich 5 Meter vor denen. Die dürfen da nicht sein. Ja. Also das darf einfach nicht sein, gerade wenn so viele Zuschauer da sind. Das darf nicht sein. Also. Das ist halt das nächste Thema, wieder die Zuschauer auch. Ja. Heute mal wieder jemand ein Selfie gemacht und Nathan von Hooydonk vom Fahrrad gehauen. Auch einen relevanten Massensturz verursacht, den halt, wie gesagt, Sepp Kuss auch teilgenommen hat und deswegen vielleicht gehandicapt ins Finale gegangen ist. Und das sind halt Sachen, die, ja, von denen will man am wenigsten, dass die den Ausgang entscheiden. Und da muss, ja, der Sport wird halt immer schneller auch. Ne? Das ist irgendwie, hat man da noch keine Handhabe. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass irgendwie gerade dieses Jahr, vielleicht auch wegen dem Zweikampf von Vingegaard und Pogacar oder was weiß ich, vielleicht auch wegen der Netflix-Serie, die jetzt rauskam, mehr Zuschauer da sind? Ich habe schon irgendwie so den Eindruck, dass da, es ist einfach mega voll. Mhm. Mega viele Leute rennen auch mit. Ich hatte irgendwie in den letzten Jahren den Eindruck, gut, auch noch vor Covid sozusagen, dass das besser geworden ist, aber es gibt, glaube ich, auch mehr das Rennen crazy Leute. Viele mit, die haben auch immer viel mehr Selbstdarstellung. Ne? Ich meine, also die meisten Stürze mit diesen Selfies wie heute auf passieren ja, weil Leute sich wegdrehen, einfach nur ein Bild wirklich von sich mit den Fahrern haben wollen. So. Und ich glaube, das hat einfach auch viel damit zu tun. Ja. Natürlich Netflix und allgemein, dass Radsport ein bisschen im Aufwind ist, international, trägt auch dazu bei. Aber ja, also ich meine, ist gut, dass die Zuschauer da sind und deswegen ist der Sport auch so geil. Aber ich finde auch deswegen ist die ASO immer mehr in der Verantwortung, was zu unternehmen, um es für die Fahrer sicher zu machen, Fahrerinnen bei anderen Rennen. Aber überleg mal, da ist jetzt so Ineos oder Jumbo Visma oder UAE, die haben irgendwie, was haben die, 30, 40 Millionen Budget im Jahr und du verkackst vielleicht die Tour, weil dein drittbester Helfer ein Telefon ins Gesicht gekriegt hat und sich mega ablegt. So. Dann denkst du doch auch, wir machen alles, wir machen 7 Wochen Höhentrainingslager, die wiegen ihr Essen ab, wir haben Aeroräder für 50.000 Euro so, und dann hauen die sich dahin, das ist also echt unfassbar. Das ist echt amateurmäßig. So. Du hast vorhin gesagt, das ist einer der sehr wenigen Sportarten, die so schnell sind und wo die Zuschauer quasi in Berührungsdistanz dürfen. Was ja auch mega geil ist, macht den Sport aus. So, ne, diese Bergetappen und die Leute, die eben die Fahrer
riechen können, wenn sie vorbeifahren. Ich musste dann kurz an Rallye-Sport denken, denn es gibt wirklich so Aufnahmen aus den 80er, 90ern, wo Leute im Rallye-Sport versucht haben, den Autos aufs Dach zu hauen, wenn sie vorbeifahren mit 200. Aber ja, dahin geht es ja schon. Und es ist, ist echt schwer, da die Linie zu ziehen, glaube ich, ja, wo dich die Begeisterung einschränken muss. Ja. Aber es gab mal die Idee, so mit der Werbekarawane so ein bisschen die Leute quasi zu erklären, wie die sich am besten verhalten. Mhm. So eine Zeit lang wurde das, glaube ich, auch gemacht. Vor allem in so Ländern, wo jetzt nicht jedes Wochenende ein Radrennen stattfindet. Mhm. Wobei jetzt man bei der Tour de France ja irgendwie schon vom Publikum so ein bisschen was erwarten kann, dass sie es einschätzen können, wie schnell sind die Leute eigentlich unterwegs. Aber ich denke mal, solche Zwischenfälle werden sich leider nicht verhindern lassen. Mhm. Was zu verhindern ist, ist auf jeden Fall, dass bei einer Bergwertung, wo es um Zeitbonifikation geht, dass da eine bessere Absperrung sein muss. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nach dem Zwischenfall die ASO da eigentlich nachziehen wird, weil man muss sagen, unter den Rennveranstaltern macht die ASO schon sehr viel für die Fahrersicherheit. Mhm. Waren eine der ersten, die diese Fahrbahntrenner elektronisch anzeigen und jetzt auch in den Finals eigentlich immer die besseren Banden aufbauen. Die Tour de France ist halt das Display auch für alle anderen Rennen oder für den ganzen Sport und hat wahrscheinlich auch das höchste Budget, muss man sagen. Ne? Und dann sind wir da eben auch unter Zugzwang. Gibt es ein Gegenbeispiel? Da war jetzt auch die Diskussion mit Van Aert und Philipsen um die Absperrung da, ja, dass es immer noch die klassische Absperrung ist. Bei Flanders Classics verwenden sie ja mit von Boplan diese besonders dicken Kunststoffdinger. Mhm. Und da gab es, finde ich, eine sehr merkwürdige Aussage von Thierry Gouvenot, der eben auch die Tourstrecke plant. Und er sagt, ja, das haben wir aus Umweltgründen nicht gemacht, weil das sind Lastwagen, die das transportieren. Ja, du sagst es gerade selber, das Budget ist da. Mhm. Das ist so, die Tour macht auch ein bisschen so, wie es passt. Mhm. Also klar, die tun sehr viel, das kann ich auch bestätigen, die denken auch mit, aber ich glaube, da gibt es immer auch noch Spielraum, so auch im Sinne der Sicherheit, auch im Sinne der Absperrung. Ich frage mich auch, wo dieses Jahr die ganzen Polizisten waren, so. Ich weiß nicht, ob das mit den Ausschreitungen auch zu tun hat in Frankreich. Mhm. Ich habe das Gefühl, da stehen wenig. Mhm. So, ich erinnere mich immer noch so, dass da manche Polizisten dann mal so jemanden, der mitgerannt ist, so mal rausgerissen haben. Ja. So, das sieht man gar nicht. So, also nicht, dass ich das sehen will. Ja, ich glaube, die haben wirkliche Probleme. Ich glaube, die haben wirklich was Besseres zu tun dieses Jahr als bei Tour. Ich weiß ja nicht. Also gibt es ja vielleicht wirklich auch Gründe dafür, so, dass das ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird weniger. Aber also, Craziness. Georg Zimmermann, der gesagt hat, fühlt sich wie im Zirkus. Oder kommt sich vor wie im Zirkus, wenn man irgendwie einen Berg runterfährt. Ich weiß nicht, ob er das war, irgendwer. Und das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Das ist echt so, also wenn du dir wirklich überlegst, das ist ein Sport, wo du hast eine Bergankunft und dann stehen die Busse, die auch Millionen kosten, irgendwo unten im Tal. Und dann fahren da Fahrer runter, die zum Teil auch 4 und 5 Millionen kosten im Jahr. Fahren dann da mit irgendeiner Trillerpfeife Berg runter. Mittlerweile haben sie wenigstens mal Discbrakes. Wir sind ja früher noch irgendwie mit normalen Bremsen Angliro runtergefahren oder sowas. Handtuch im Nacken. Ja, genau, mit Handtuch im Nacken und du siehst halt 5 Meter weit. Das ist halt auch komplett krass. Also der Radsport ist bei manchen Dingen so. Aber. Wieder dieses Wort absurd, weil das würdest du in keinem Sport, wo so viele finanzielle Mittel unterwegs sind, so handhaben, weil du ja dieses Asset den Sportler oder Sportlerin schützen willst. Und hier sagst du, jetzt fahr mal 20 Kilometer diesen Berg runter mit Zehntausenden von ZuschauerInnen und hier ist eine Trillerpfeife. Ja. Viel Glück. Let's go. Ja, sowas weiß man als normaler Zuseher vielleicht auch gar nicht, dass das so läuft am Schluss. Aber vielleicht nochmal, um ein positives Ende dieser Diskussion zu finden, so entstehen halt auch Sachen wie das Video von Benoit Cosnefroid, was wir gesehen haben. Okay. Ne? Ja. Also das ist halt wirklich richtig geil. Ich habe gar nicht mehr geklärt, ob es irgendeine legale Möglichkeit gibt, das hier einzublenden. Wäre schön, wenn nicht. Der feiert auf jeden Fall richtig hart ab am Berg mit seinen Fans. Den Link können wir ja unten in die Beschreibung vom Video reinhauen. Wir kommen mal so langsam ein bisschen in die Ausblick-Kategorie. Eine Woche steht noch an. Nichts ist entschieden. Sehr gut. Und wir haben noch mehrere Videogrüße von Leuten, die so ein bisschen auf den Ausblick in die nächste Woche verweisen. Und wir fangen mal mit André Greipel an. Und zu diesem Anlass will ich auch nochmal sagen, vielen Dank für dieses Video und herzlichen Glückwunsch, André Greipel. Er hat nämlich heute, also wenn ihr das Video seht, ist leider schon Montag, aber am Sonntag hat er Geburtstag.
Jo. Ja. André? Jo, ich habe auch noch was zu sagen. Was mir natürlich aufgefallen ist, ist, wie krass umkämpft diese ganzen Etappen sind. Diese flachen Ausreiser-Etappen, die sind von Kilometer Null bis wirklich zum Ziel Vollgas zu fahren. Ich leide immer mit dem Gruppetto mit. Wie man sieht, ist die Sprinter sind ziemlich ausgedünnt. Ich denke nicht, dass es noch zu einem Sprint kommen wird, außer in Paris. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass alle den Weg nach Paris noch finden. Gut, die These ist, es gibt keinen Sprint mehr bis Paris. Was sagst du dazu? Ich würde es mir ja nicht wünschen. Also ich gucke mir ja gerne Massensprints an und ich glaube, es ist ja eigentlich noch eine Etappe auf jeden Fall dabei, die es zumindest hergeben würde, Massensprint. Jakobsen ist raus, Evan ist raus, Ewan. Ja, trotzdem denke ich mal, wenn du Alpecin de Koenig bist, dann wirst du versuchen, die Etappe zu kontrollieren. Der Start ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also es wird auch nicht, wird kein Kinderspiel. Aber ja, ich glaube auch Track Lidl Track, so heißen sie jetzt, wird doch nochmal versuchen, auch einen Massensprint herzuführen. Mhm. Und ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn wir nicht nur Champs-Élysées noch einen Sprint hätten, sondern eben auch nochmal auf Etappe 19 oder was das dann wäre. Etappe 19 hast du gesagt, ne? 10 Kilometer geradeaus. Ich glaube, es war erst, ja, 19 ist die mit 10 Kilometer geradeaus, aber das ist die etwas hügeligere. Die davor ist, glaube ich, flach. Doch, die 18 ist die flach ist. Müssen wir gleich nochmal checken. Wieso weiß ich das nicht? Es gibt auf jeden Fall eine schöne flache Sprintetappe noch vor Paris. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Und Etappe 20 ist dann nochmal diese crazy Markstein-Etappe. Also Grand Ballon von der anderen Seite quasi aus Frankreich heraus. Da können natürlich die deutschen Fans relativ gut hin. Es ist nicht so weit, aus der Rheinebene raus da hochzufahren und sich das ganze Spektakel nochmal anzuschauen. Wir hoffen natürlich auch noch so ein bisschen auf Breakaway-Action. Einer hat es schon gezeigt dieses Jahr. Andi hat sich schon sehr gefreut. Fast hätte er sich noch mehr gefreut. Ja, Georg Zimmermann wird Zweiter auf der, ich glaube, 10. Etappe war es. Verliert am Ende gegen Pello Bilbao den Sprint. Ich glaube, da kann man nichts egal, gegen sagen. Egal, in welchem Gang. Hat er das schon analysiert? Ja, der Gang war viel zu dick. Nee, die beiden wollen nicht analysieren. Die sagen einfach, wäre eh nichts geworden, aber der macht halt Krafttraining da auf dem Rad. Also er fährt mit 40 Umdrehungen los. Ja. Der hätte locker eine Chance gehabt. Ja. Mindestens mal. Ja. Ich meine, der kommt ja auf Schwung, aber halt viel zu spät. Ja, 100 Meter nach dem Ziel. Ja. So. Aber also, ich meine, ja, ist ja egal, aber ist nicht egal für ihn. Jetzt zu spät. Ich habe mich richtig geärgert für ihn. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, aber. Ja, aber der fährt ja immer so Sprints. Also ja, da gibt es eine Szene in der Slow-Mo. Da sieht man den Georg losfahren und der sprintet wie ein Bahnsprinter, so die Knie am Oberrohr und wirklich so die Arme durchgestreckt. Fahrrad bewegt sich auch gar nicht. Und nur drückt da irgendwie 4000 Watt. Aerodynamik ist auch nicht wichtig, weißt du? Aerodynamik ist auch nicht wichtig. Das hat mir so leid getan, Mann. Fährt so einen geilen Tag. Ja, gut. Auch wenn er nichts zu seinem Gang sagt, lassen wir ihn doch nochmal selber zu Wort kommen. Mein liebes Besenwagen-Publikum, hier meldet sich der Georg Zimmermann nach der 14. Etappe, also Samstag. War bisher eine richtig, richtig schwere Tour de France. Aber die Woche lief es heute ausgenommen ganz gut für uns. Am Dienstag war ich eigentlich ganz gut unterwegs und bin Zweiter in der Bilbao geworden. War, ja, Erster werden ist natürlich besser als Zweiter werden, aber war trotzdem eigentlich eine ganz geile Erfahrung, da im Finale ganz vorne mit dabei zu sein und bis zum Ende um den Etappensieg zu fighten. Hat nicht ganz gereicht, aber vielleicht stelle ich mich beim nächsten Mal ein bisschen besser an und dann kann es vielleicht auch mal klappen, mal schauen. Aber ja, heute die 14. Etappe war natürlich überschattet von dem fürchterlichen Sturz nach 6 Kilometern. Wir waren mit 4 Fahrern mit vertreten und ja, mein Zimmerkollege ist auch ausgeschieden mit gebrochenem Schlüsselbein, von daher das ist Erfolg und Misserfolg jetzt hier auf der zweiten Woche beides da gewesen, aber ja, mal schauen, in welche Richtung es in der letzten Woche geht und vielleicht geht ja nochmal was in Richtung Ausreißergruppe. So sieht es nämlich aus. Jetzt hat er nämlich gelernt,
Erster ist besser als Zweiter. Und die Motivation scheint da zu sein. Wir sind gespannt, ob wir Georg Zimmermann nochmal in der Ausreißergruppe und vielleicht auch auf dem ersten Platz sehen. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen. Und hier kann ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ne? Jede Woche werden wir ein Trikot hier versteigern. Der Gewinner vom Marco Haller Trikot oder die Gewinnerin wird eingeblendet. Und diese Woche haben wir uns gedacht, jetzt mal so ein schönes Besenwagen-Trikot. Also das wird wieder in den Kommentaren bei YouTube versteigert, ausgesucht. Mal sehen, wer den lustigsten Kommentar schreibt, den suchen wir aus. Der kann sich dann auch aussuchen, ob wir das noch signieren oder nicht. Weiß ich nicht, ob das gewünscht ist. Wir lassen es erstmal. Also herzlichen Dank für alle, die geklickt haben und alle, die da waren. Und bis nächste Woche. Bis dann. Ha ha ha.